Hallo Leute, hier ist wieder euer GGC Quickscope und ihr schaut eine neue Folge von German Gamer Clan TV. Bei mir ist GGC Pro Gamers. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Begrüßt unseren Clan wieder, GGC Snipemare! Hallo Leute, ich bin von den Toten wieder auferstanden und ich glaube, das müssen wir mit einer kleinen Party feiern. Scheiße, Snipemare, wo kommen die ganzen Noten her? Ich habe keine Ahnung, Quickscope, genießen wir es einfach. Sterbt, ihr Nutten! Alter, wieso metzelst du all unsere Nutten nieder? Das war das letzte Mal, dass du eine unschuldige Nutte getötet hast. Vergessen wir diesen kleinen Zwischenfall. Fangen wir doch an mit der Top 5. Auf Platz 5 von unserer Top 5 haben wir heute einen Gastclip vom BZE Dark Sniper. Wie gesagt, heute ist das Living Dead Special und er macht ein schönes Killionär. Wir hatten leider nicht genug Clips, deswegen hat er sich sofort angeboten, uns einen Clip zu geben. Danke dafür nochmal und genießt das Killionaire. Hier ist jetzt halt der Kitaku, dort die Kiltrocity, dort der Kilimanjaro. Alles mit der Shotgun, aber egal, ein 8-facher, das ist der 9-facher und der letzte kommt zum Killionaire. Saubere Arbeit. So, unser Platz 4 ist von GGC Mosse 4, erneut auf Swordbase. Da kommt auch schon der erste. Hier, schöner Double Kill mit der Shotgun, Triple Kill, Overkill und zum Wahnsinn. Hier ist der Kitakulär und der 6-fache, da muss er nachladen. Holt die Piste raus, schöner Quickscope zum 7-fachen. Der 8-fache noch schnell mit der Shotgun, er lädt schnell nach und da ist leider seine Munition alle, trotzdem ein 9-facher Abschuss. Kommen wir nun zu Platz 3, er ist von GGC Hypnotics auf The Cage. Hier wird er zum letzten Überlebenden und mit der Pistole macht er einen schönen ersten Kill, den zweiten. Dann wechselt er zur Shotgun zum Triple Kill, Overkill. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll, aber da hinten sieht er ihn noch mit der Pistole, schön das Kill-Tag. Er kommt hochgesprungen, Kill-Trocity. Schöner Jump und Schuss zum 7-fachen. Dort wird er gepuncht und kriegt trotzdem den 8-fachen. Schöner 9-facher, lädt nach und oh mein Gott, nein, verdammt, er konnte leider das Killionaire nicht finishen. Hier kommen wir zu Platz 2 von GGC Toast, er ist der letzte Überlebende, hat die Shotgun in der Hand, da kommt er vom Red Lift Kit, den ersten, den zweiten, jetzt kommen sie alle, der dritte und der Overkill, wird weggepuncht, ein Rampage, der Kit Tech, hier eine Shotgun Spree von 10, Gemetzel und der 7-fache und sie kommen alle hoch, der 8-fache, der 9-fache, Killionaire und hier schon ein 11-facher wäre das, aber es gibt leider keine 11-fachen, der 12-fache und der 13 Kills hintereinander. Hier puncht er hinten aus, er rennt weg und versucht einen Backsmack. Leider hat das nicht geklappt. Unser heutiger Platz 1 ist erneut von GGC Hypnotics auf The Cage. Hier mit der Shotgun kommt schnell der Double und der Triple. Danach kommt der vierte an zum Overkill, Kill Tag. Dann wechselt er zur Pistole, holt den 6-fachen. Dort oben sieht er einen T-Baggen, macht den 7-fachen. Hinter ihm kommt einer angerannt, 8-facher. Einer probiert wegzurennen, aber schön die Pistole gezückt zum 9-fachen. Er muss nachladen, aber bekommt noch das Killionaire-Springrückwärts mit einem Jumpshot mit der Pistole und finisht das alles mit einem schönen Headshot. So Leute, das war's leider auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bitte gebt uns einen Daumen hoch und vergesst nicht das Abonnieren. Nächste Woche geht es weiter mit den Top 5 No-Scopes. Tja, dann gibt's nur noch zu sagen GGC FTW. Oh, ich bin wohl zu spät. Ah, egal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr euch einfach die letzte angucken. Die wird hier eingeblendet und könnt einfach draufklicken. Na los, klick. Klick schon drauf. Alter, was ist los mit dir? Ach, scheiß drauf.